Zurück bei Dragon Quest Builders geht es jetzt weiter mit Krabbenscheren. Und wir kümmern uns erstmal um diese kleinen Krabben. War jetzt ernsthaft? Na. Ah, jetzt kommt auch noch so ein Geist dazu. Ja, komm. Immer schön hier auf den Geist. Ah, komm, du große Krabbe. Ah, jetzt ist der auch noch. Die Monster wurden besiegt. Großartig. Proplay Malrot. Danke, dass ihr euch um diese schäbigen Schalentiere gekümmert habt. Jetzt müssen sie anderswo herumkrebsen. Nun schaut mich nicht so an. Das sollte ein Witz sein. Na gut, vielleicht war er nicht so toll. Aber schaut doch nicht so, als wäre euch eine Krabbe über die Leber gelaufen. Tja, also, was wichtigere Themen angeht, hier gibt es jede Menge wilde Monster, oder? Schleime, Erzameisen, Merlusken, die Liste ist endlos. Die scheinen zwar nicht mit den Kindern Hagons zu tun zu haben, aber trotzdem stellen sie eine Bedrohung dar. Wir müssen wachsam bleiben. Zum Glück ist Malrot da, um uns zu beschützen. Ohne dich werden wir Krabbenfutter. Im wahrsten Sinne des Wortes, du magst keine geborener Bauer sein, aber deine Kampfkünste sind unvergleichlich. Ich? Euch beschützen? Nichts da. Ich kümmere mich um meine Freunde. Und mit bärtigen Bauerntölpeln freunde ich mich nicht an. Nun streitet euch doch nicht, ihr zwei. Bewundern wir doch unseren unglaublichen Fluss. Er ist ja so schön. Und ohne dich und deine Zaubertopf hätten wir das nie geschafft, Tropey. Ohne meine fachmännische Anleitung natürlich auch nicht. Dank meiner gründlichen Nachforschung haben wir jetzt nur einen fantastischen Fluss, sondern zwei. Vielleicht lag es ja an einem wohlverkrusteten Bröselbesen. Aber anfangs war ich dir gegenüber ausgesprochen skeptisch, Bonanzo. Vielleicht bist du ja doch gar nicht so übel. Wie der Gegner einfach so mal mitten in dieser Gruppe steht, ne? Aber das ist erst der Anfang. Jetzt, wo alle dieses Wasser da ist, möchte ich gleich ein paar neue Felder und Bauernhöfe bauen, um es zu nutzen. Ich weiß genau, wer das erledigen kann. Troplay, königlicher Bauer von Lulutopia und bester Naturerschaffer aller Zeiten. Na super, dafür bin ich wieder gut genug, ne? Oh, ich habe was Neues. Gummiring, eine aufblasbare Apparatur, die deinen Kopf über Wasser hält. Und die Tafelziele auch erfüllt. Und da kommt dann auch noch der bärtige Einsiedler. Oho, eine weitere Herausforderung gemeistert, wie ich sehe. Klasse gemacht, Troplay. Na, sieh einer an, eine Mini-Medaille. Ja. Mach's gut. Wir haben Flüsse, Wiesen und Wälder. Ich glaube, das bedeutet, dass wir alle drei Herausforderungen auf der Tafel abgeschlossen haben. Oh. Stimmt was nicht, Malrot? Freust du dich nicht, dass wir die Aufgaben erledigt haben? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Ich habe nur diese seltsame Gefühle im Magen. Was geschieht mit mir? Geht's dir gut? Ist dir doch nicht etwas klotterig, weil du nichts erschaffen kannst, oder? Ich bin sicher, dass du es bald lernst, Malrot. Schließlich kann dir Troplay alles beibringen. Schau doch nur, was er mit uns erbaut hat. Hast du in letzter Zeit auf deine Karte geschaut, Troplay? Ich glaube, aus der Vogelperspektive wird noch viel klarer, wie sehr sich alles verändert hat. Wir wussten ja alle, dass du mit deinem Werkbank zaubern kannst, aber dass du Naturwunder bauen kannst, hat niemand geahnt. Ach, ich bin ja so stolz auf dich, als deine also so etwas wie dein älterer Bruder kann ich mir nicht verkneifen, mich ein wenig im Glanz deines Ruhmes zu sonnen. Ja, Alter, immer her mit dem Ruhmesglanz. Wir haben zwar diese ganze krasse Natur und so erschaffen, aber ich will noch mehr. Wiesenwälder sind ja gut und schön, aber wenn wir etwas wirklich Besonderes erschaffen wollen, sollten wir vielleicht unser Repertoire erweitern. Geniale Idee, ich würde sagen, dass wir höchste Zeit... die andere Insel zu besuchen und uns ein paar neue Freunde und Materialien zu suchen. Eins nach dem anderen, Per. Jetzt, da wir jede Menge der Herausforderungen auf der Tafel abgeschlossen haben, sollten wir sie uns noch einmal ansehen und schauen, was sie dazu zu sagen hat. Da ist der Gegner. Ich hab ja gesagt, mitten in der Gruppe. So. Also, wir sollen zur Tafel gehen und gucken, was uns die Tafel sagt. Okay. Wobei die Tafel ja nicht wirklich mit uns spricht, bloß wir kriegen unsere Vision, wenn man es nicht vergessen hat, ne? Lasst uns unsere Vision sehen. Alle Tafelziele wurden abgeschlossen.
Ropley spürt eine große Macht, die von der Tafel ausgeht. Glückwunsch, Ropley. Ich weiß ja nicht, was die Tafel mit dir angestellt hat, aber du siehst etwas größer aus. Hä? Was? Oho. Du hast die Herausforderung mit links erledigt. Wie ich schon sagte, diese Tafeln sind die letzte Schöpfung des legendären Erbauers, dessen Heimat dies einst war. Ihre Magie verwandelt deine Gedanken in Ziele, Herausforderungen, die du meistern musst, wenn du als Erbauer Fortschritte machen willst. Mein Herr und Meister, höre mich. Ja, ich höre dich. Ja, hallo? Nein, ich höre dich nicht, doch? Ja? Ja? Truppel, hast du gerade etwas gesagt? Höre mich, Malrod. Höre mich, oh mächtiger Meister der Zerstörung. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wer ist da? Was willst du? Während die Mächte des Schaffens, des Erbauers wachsen, wächst auch deine Kraft der Zerstörung. Oh, weia. Immer noch nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hör mal, ich weiß ja nicht, wer zum Teufel du bist oder wovon du da sprichst, aber... Du weißt es, du spürst es. Wenn du große Werke der Schöpfung siehst, erwacht in dir eine schreckliche Macht. Oh, weia, das wird echt böse. Das wird ziemlich böse. Malrod wird stärker. Prächtig. Den Dialog hätten sie auch ein bisschen kürzer machen können, oder? Nutze diese Macht. Hilf dem Erbauer, seine Ziele zu erreichen. Und schlussendlich muss ich dann gegen ihn kämpfen, oder was? Nee, ne? Ich meine, irgendwie war es einem schon zu vermuten, aber trotzdem, das wäre jetzt echt blöd. Warum sagst du mir nicht, wer du bist? Ich bin der Schöpfer dieser Welt. Dein treuster Diener und dein engster Freund. O mächtiger Malrod, Meister der Zerstörung, ich harre des Tages, an dem du erneut erwachst. Oh, die Dialoge! Hallo, geht das nicht schneller? Es ist echt... Ich meine, wer liest so langsam? Ich meine, ihr kriegt's ja mit, ich rede immer noch, ne? Alles in Ordnung, Malrod? Mit wem denn alles in der Welt redest du? Ich weiß nicht, aber wen interessiert das schon? Ich weiß nur, dass ich mich stärker fühle als je zuvor. Also sollte sich jeder, der sich Truppler in den Weg stellen will, in Acht nehmen. Höchst beruhigend, Malrod, mein Junge. Ich vertraue völlig darauf, dass du mit ihm vollen Einsatz... Dass du ihn mit vollen Einsatz schützen wirst. Truppler, bitte besuch mich im Tempel, wenn du einen Moment Zeit hast. Ich habe da ein kleines Nebenprojekt, das du für mich in Angriff nehmen solltest. Was unseren ehemaligen Grünfelder angeht, uns gefällt diese liebliche Landschaft sehr. Sie erinnert uns an unser Zuhause. Wir haben beschlossen, für immer hier zu bleiben. Oh ja, hier ist es genau die richtige Stelle für einen Bauernhof. Stell dir nur vor, wie hier alles mit Feldern und Bauernhöfen und übersät sein wird. Meine landwirtschaftliche Fantasie geht schon mit mir durch. Und ich will wieder kochen. Ich werde eine noch größere, bessere Küche brauchen, als die, die meine Schwester auf Grünfeld gebaut hat. Boah, wie es scheint, ist deine Arbeit noch nicht getan. Ich gehe davon aus, dass wir uns mit all unserem Bauvorhaben vertrauensvoll an dich wenden können, Troplay. Ja, Tafelziel abgeschlossen, ist klar. Stimmt etwas nicht, Troplay? Warte, sag's nicht, du willst noch etwas länger hierbleiben, oder? Ha, das hätte ich mir denken sollen. Du bist wirklich ein Erbauer, durch und durch.
In dem Fall solltest du nur noch einmal einen Blick auf die Steintafel werfen. Ich glaube, sie hat eine nette Überraschung für dich. Auf der Tafel erscheinen neue Ziele. Baue viele verschiedene Räume. Baue ein Restaurant. Baue irgendwo weit oben einen Raum. Pflanze viele Wiesen, Felder. Wow. Ja. Und Trubel hat dein Herz höher geschlagen, als du die Steintafel noch einmal angesehen hast. Jetzt stehen all deine neuen Ideen drauf. Gute Güter, sind wir aber viele neue Ziele eingefallen. Du bist wirklich ein geborener Erbauer. Die besten Erbauer haben die ehrgeizigsten Ziele. Solltest du den optionalen Zielen folgen wollen, wird diese Insel im Handumdrehen ein pittoreskes Paradies werden. Aber so etwas dauert ein Weilchen. Fühl dich nicht gezwungen, sofort anzufangen. Deine Ziele warten hier auf dich, wann immer du möchtest. Was mich angeht, ich erwarte dich auf dem Gipfel des Berges. Schau vorbei, wenn du für eine neue Aufgabe bereit bist. Ich frage mich, was diese neuen Aufgaben sein könnten. Hat sie was mit den neuen Zielen zu tun? Was glaubst du? Oder geht es um was ganz anderes? Sieh dir die Tafelziele an. Wenn du mal nicht weißt, was du auf dem Eiland des Erwachens bauen sollst, könntest du es ja mit einem der Ziele versuchen. Okay. Und wenn ich jetzt hier so gucke, baue viele verschiedene Räume, baue ein Restaurant, baue irgendwo weit oben einen Raum, pflanze viele Wiesen, Wälder, lege viel Wasser an. Ich meine, Wasser haben wir jetzt echt schon viel angelegt, aber das geht anscheinend noch weiter. Finde mehr Bewohner, beleuchte die Insel, baue einen Bauernhof. Okay, lege viele Felder an, ist auch klar. Also wenn wir jetzt einen Bauernhof bauen, als Beispiel, ne? Was hat er denn? Der alte Hämmerling meinte, wir sollten schnell den Berg hoch zum Tempel kommen. Sollen wir hingehen und uns anhören, was er will? Ich möchte auch erfahren, was der verrückte alte Monster hat. Ich werde direkt an deiner Seite stehen, wenn er auspackt. Na schön, Truppel, gehen wir alle zusammen hoch und hören wir uns an, was er sagen hat. Nee, ich möchte ja noch nicht hoch. Ich möchte jetzt erstmal so einen schönen Raum bauen oder sowas, ne? Moment, hab ich denn... Haha, jetzt geht's los, ne? Ach, verdammt. Hab ich denn Holz oder so? Ja, hier habe ich ein bisschen Holz, einen Dielenboden. Damit kann ich schon mal den ersten Raum anfangen. Aber das war's dann auch, ne? Damit könnte ich zwei Wände hochziehen. Das bringt mich auch nicht weiter. Also wirklich habe ich noch nichts, aber ich kann schon mal anfangen mit dem Dielenboden. Und den sollte ich auch mal bauen. Die Frage ist jetzt nur, wo baue ich den jetzt mal am besten hin? Ach, die warten hier schon. So, wartet mal. Wenn ich jetzt hier einen hinbaue. Zack, zack. Zack. So. Ja gut, da muss ich dann eh noch mehr bauen. Mal davon abgesehen. So, dann haben wir das da alles. Und dann muss ich jetzt eh, was das Ganze angeht, ein bisschen hier nachbauen. Ich habe Hunger. Einer deiner Freunde ist bewusstlos. Er holt sich zwar mit der Zeit, wenn du ihn liegen lässt, aber er ist schneller wieder auf den Beinen, wenn du ihn am Bett bringst. Ja. Die haben alle Hunger. Die haben alle Durst. Die haben alle Hunger. Und... Pff. Holzvorrat ist unendlich. Das ist schon mal gut. So, wir bauen jetzt einen schönen großen Tisch. Genau, und Holz habe ich jetzt unendlich, habe ich ja gesehen. Das ist ja krass, was ich alles bauen kann, aber ich brauche jetzt erstmal Weichholz, Holzwand. Ah, gut. Boah, gut, machen wir mal. So, und natürlich hiervon auch. Das ist schön, dass man jetzt hier so viel bauen kann. Sieht ihr das im Hintergrund? Hilfe! So, der hat sich schon mal erledigt. Glaub's ja nicht, greift einfach meine Freunde an. Und hier, glaube ich, soll der Fluss auch nochmal runter, so wie ich das hier sehe. Das Flussbeet da unten mit Wasser füllt. So. Dann nehmen wir jetzt hier unser Holz, was wir bekommen haben. Herausnehmen und stecken das beispielsweise hier hin. Dann haben wir noch diese schönen Blöcke.
Und die wechseln wir aus mit dem Dünger. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Bauen von den ganzen Häusern. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.